So, jetzt zu meinem versprochenen Video. Ja, und wie das alles so anfing, dass ich an Geister und sowas glaube. Das Bild, was ihr gerade seht, wo der Ventilator steht, jetzt, da habe ich vor Jahren mal an dem Kleiderschrank eine Gestalt stehen sehen, mitten in der Nacht, eine Schattengestalt, dass ich die da hab stehen sehen. Ja. Und dann hier auf meinem Rollstuhl, da habe ich ein paar Tage später auch eine Schattengestalt drin sitzen sehen. Und mein damaliger Freund, der bei mir übernachtet hat, der hat gemeint, das wären meine Katzen, die ich hab, weil die auch gerade nachts hier rumrennen für die Bescheuerten. Nur zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein Handy und meine Brille in dem Rollstuhl drin liegen und meine Katzen haben beides kaputt gemacht. Und bei dem Handy war nur das Glas gesprungen. Und wie kann es passieren, wenn mein Handy auf dem Rollstuhl liegen bleiben tut? Wenn es auf der Erde geknallt wäre, hätte es ja noch verstanden, war aber nicht. Und meine Katzen haben nicht so viel Kraft, dass sie das da, das Handy, Display dann kaputt machen können. Ja. Und da seht ihr wieder meine Katzen da rumrennen. So. Und ich kann jetzt auch nachts, auch schon seit diesen Vorfällen, nachts kaum noch schlafen. Also ich bin fix und fertig und krieg kaum noch ein Auge zu, obwohl die Sachen schon Jahre zurückliegen, bin ich trotzdem noch fix und fertig. So, und ich glaube ja, mittlerweile, weil ich ja auch öfters welche so Schattengestalten sehe bei mir in der Wohnung. Ich glaube ja, dass das hier an meinem Gästebrett liegen tut, was ich hier habe. Weil ich mache das ja auch regelmäßig mit meinem Geisterbrett und ich lasse die Sitzung grundsätzlich immer offen, weil ich möchte ja, dass irgendwo auch, dass sie Besuch bekommen von so Übersinnlichen, von so Geistern. Aber wenn, dann möchte ich auch Besuch bekommen von meinem verstorbenen Opa und meiner verstorbenen Mama oder halt meiner verstorbenen Oma. Und ich glaube, weil ich das immer halt offen lasse, dass auch andere Wesen reinkommen und dass die mir da den Schlaf rauben. Ja. Und ihr seht, meine kleine Katzendame,
Die turnt hier drauf rum. Das ist normal. Ja, und hier sitze ich ja öfter. Im Hintergrund seht ihr ja meine Mama und mein Opa und meine Oma und so. Und ihr denkt an die beiden. Und hier seht ihr auch mein Pentagramm und meine anderen Sachen, die ich so habe. Hier an meinem Altar und so, wo ich überall Kerzen drin habe und so. Aber vor Jahren die Vorfälle im Schlafzimmer, wovon ich euch gerade berichtet habe, waren der Anstoß dafür, dass ich halt an solche Sachen glaube. Und da, wie ich mich damals von dem Freund, den ich da hatte, getrennt hab, ja. Seitdem befasse ich mich intensiv mit diesem Thema und überhaupt und so. Ja, ich jetzt so. Ja. Und das ist meine Geschichte und wie ich so daran kam und weswegen ich daran glauben tue und überhaupt und so. Ja. Und ihr seht, meine kleine Katzendame sitzt hier auch immer und guckt und so am Geisterbrett. Die findet das auch ganz spannend. Und die hat meine Mama ja auch gekannt. Und hat sie auch sehr gerne von ihr streicheln lassen. Und die vermisst sie dann auch. Ja. So ist es nun mal so. Jetzt kennt ihr aber auch die Geschichte, weswegen ich an sowas alles glauben tue. Also bis zum nächsten Video von mir. Bye, bye.